Ja, natürlich auch sehr interessante Tunnel hier. Okay, da haben wir natürlich gleich ein paar von Creepern. Wird aber schwer, ich glaube, die explodieren vorher. Ja. Das waren sie eben mal. Da sehe ich wieder Diamanten. Sehr schön. So werden natürlich auch mitgenommen. Ja, hier konnte ich auch ganz viel Kies sammeln, aber das haben wir schon, ja, ich glaube, in der, ja, in einer der vorherigen Folgen gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche es war, aber haben wir auf jeden Fall schon gemacht mit dem Kies mitnehmen. Und das muss jetzt nicht ständig sein, hier Kies abgraben. So, jetzt habe ich wieder keine Fackeln mehr. Das heißt, dann mache ich mir nochmal so ein paar. So, ein paar Fackeln haben wir jetzt wieder auch mal. Da habe ich Schritte gehört. Muss aufpassen auf jeden Fall. Okay, hier auch alles sehr interessant. Ja, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt so eine große Höhlenerforschungstour machen. Also ich glaube, ich gehe wieder zurück in die große Höhle. Also das können wir uns merken, dann können wir einfach später hier wiederkommen. Alter. Den habe ich gerade nicht gesehen. Der kam ja ganz überraschend. Ja, ist ja schon ganz schön heimtückisch. Ja, ich konnte jetzt natürlich auch wieder die Gruselmusik anmachen, aber das muss nicht sein, weil ich wollte mich ja hier nicht so lange aufhalten. Ich wollte mal hier kurz reingucken in die Höhle. Aber ich so eine große Tour wollte ich ja auch nicht machen. Das heißt, ich würde lieber mal zurückgehen. Ja, aber ich kann hier nochmal so die große Höhle ausleuchten. Und wenn wir das gemacht haben, glaube ich, dann würden wir mal zurückkehren. Nach oben einfach. So, hier noch ein bisschen ausleuchten und hier noch so ein bisschen ausleuchten. Ja, ich würde ja halt nur gucken wegen Diamanten, aber dann reicht es auch mal. So, das war eben mal hier der Baby-Zombie. Ja, dann kann ich nochmal hier die andere Seite ausleuchten, aber ich glaube, dann reicht es auch mal. So, hier nochmal ein paar Fackeln und auch nochmal hier so ein paar Fackeln. Ja, das Wasser knipse ich hier mal eben aus. Muss ja nicht sein. So, was haben wir hier? Haben wir ein bisschen Redstone, aber sonst auch nicht so viel. Ja, und hier noch so ein paar weitere Räumlichkeiten. Ja, aber das wird mir schon wieder hier zu viel. Das ist ein bisschen zu weitläufig. Ich wollte ja nicht alles erkunden. Ich wollte jetzt mal nur so diese große Höhle hier ausleuchten, aber das reicht auch mal. Oh, und da kommt auch ein sehr glücklicher Creeper. Also der muss auf jeden Fall sehr glücklich sein hier. Also so sehen einfach glückliche Entitäten aus. Also das kann man auf jeden Fall sagen, der freut sich richtig. Also uns zu sehen natürlich. So, der kommt auch mal eben hier dran. Ja, und da müsste ich auch wieder was essen. Ist ja langsam auch mal wieder an der Zeit. Also ich finde auch Kartoffeln, die sättigen jetzt nicht so krass, wie man meinen würde. Vielleicht müsste ich mal auf, ja, ein anderes Essen umsteigen, was so ein bisschen mehr Sättigung bringt oder ja, langanhaltender sättigt. So, ich muss jetzt nur mal überlegen, woher wir kamen. Von da oben war das ja. Das heißt, dann kann ich ja mal so ein bisschen den Wasserfahrstuhl nehmen. So, und dann nochmal hier nach oben. Genau, und da ging es einfach da lang. Genau, und diese große Höhle hier, die kennen wir ja schon. Genau, und da unten haben wir dann auch schön ausgeleuchtet. Also ein weiterer Punkt, den wir hier abgehakt haben. Okay, da hinten haben wir aber noch nicht so gut ausgeleuchtet, weil da kommt ein Zombie angelaufen. Ja, das würde ich mal eben nachholen. So, und das Skelett gehört hier auch nicht hin. Okay, ist wohl doch nicht so gut ausgeleuchtet in der Gegend hier. Okay, komisch, warum ich hier nicht ausgeleuchtet habe damals. Ach Mist, und da ist eine Höhlenspinne. Okay, die Höhlenspinne. Ach Mist. Da ist noch eine.
Ja, ich glaube, dann trete ich mal den Rückzug an. Also wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht eine Höhlentour machen. Das muss jetzt nicht sein. Ich würde jetzt hier mal hier an die Oberfläche gehen. So, jetzt mal hier ein paar Kartoffeln essen und das Skelett ignorieren wir mal gekonnt. So, und dann geht's hier erstmal nach oben. So, und hier nach oben und hier nach oben und hier nach oben. So, und dann jetzt hier rauf. So, und dann würde ich einfach mal dorthin zurückkehren, wo wir hergekommen sind. So, hier nach oben, hier nach oben. So, und hier auch mal nach oben. So, also wenn wir mal Kies brauchen, wissen wir auf jeden Fall, dass es die hier gibt. Sehr praktisch natürlich auch. So, aber hier müssten wir dann auch nach oben. Okay, mit der Lava, das ist natürlich jetzt nicht so sicher. Aber ich glaube, dann würde ich hier lieber mal hier so ein bisschen zubauen. Wäre doch ein bisschen besser. Dann können wir da auch nicht aus Versehen reinfallen oder so. So, hier noch ein bisschen dicht gemacht, hier noch ein bisschen dicht gemacht, hier noch ein bisschen dicht gemacht. Einfach hier der Dichtmacher ist auch mal wieder hier am Start. Es gibt ja auch, glaube ich, so eine Art Witz. Also Goethe war Dichter, oder so geht der. Aber das stimmt ja auch. Also Goethe war ja auch wirklich Dichter. So, und jetzt geht es mal hier nach oben und dann kann man hier eigentlich ganz gut so einen Aufstieg machen. Oh, höre ich da etwa Regen? Ist es etwa das, was ich höre? In der Tat wieder mal Regen. Ja, also ich finde, das müssten die mal wirklich ändern. Also ich glaube, ja, vor diesem Regen-Update, wo die halt diesen Regenzyklus geändert haben, da hatte ich nie Regen in Minecraft und das fand ich eigentlich voll gut, dass nie geregnet hat. Aber jetzt regnet es irgendwie ständig, seit die halt diesen einen Bug gefixt haben, wo sich der Regenzyklus immer wieder resettet hat, wenn man schlafen gegangen ist. Aber das fand ich eigentlich ganz gut so. Also, dass es halt nicht so oft geregnet hat. Also kann ich mich auch nicht, kann mir das jetzt auch nicht erklären, warum sich da Leute darüber beschwert haben, dass es zu wenig Regen gab. Also ich finde, es müsste mal jetzt seltener regnen. Also ich finde, das ist wirklich zu viel Regen. Das ist wirklich ein bisschen übertrieben. Also da wird man ja auch so ein bisschen depressiv, wenn es hier ständig regnet. So, also das erinnert einen dann doch ein bisschen zu sehr an das echte Leben und man möchte ja auch irgendwie dann beim Spiel ja so ein bisschen aussteigen aus der Realität. Das ist halt so ein bisschen Realitätsflucht. So, ich habe auch ziemlich viel Zeug. Ich könnte eigentlich mal was ablegen zu Hause. So, mal gucken, was kann ich denn ablegen? Ja, ein paar Mauern, da haben wir ja schon welche. So, und wir haben noch ein bisschen Bruchstein hier, noch ein bisschen Diorit. Es gibt hier mittlerweile so viele Items, da weiß man gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. So, hier nochmal so ein bisschen Bruchtiefenschiefer abgelegt. Ja, Kartoffeln brauche ich ja jetzt nicht, also die konnte ich auch mal hier ablegen. So, kommen wir erstmal hier ganz provisorisch rein. Aber ich glaube, 64 Kartoffeln behalte ich eben mal. Und ich habe auch noch so ein bisschen Eisen, was ich auch mal einschmelzen kann. Wo ist denn hier der Schmelzofen? Genau, den haben wir hier. Und dann kommt hier noch so ein bisschen Eisen rein. So, Pinsel, den brauche ich ja auch nicht. Ja, den lege ich dann auch mal so hier rein. Ja, also wenn es regnet, dann kann ich auch mal kurz in die Festung gehen und es nochmal probieren. Weil vielleicht sind ja wieder ein paar Wither-Skelette gespawnt. Ach Mist, ich bin ja nicht so toll ausgerüstet.
Zum Beispiel habe ich keine Schuhe und barfuß so rein in den Nähter, das geht gar nicht, weil da verbrennt man sich dann die Füße. Das ist wie, wenn man dann über heißen Sand läuft, das kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Und genau deshalb trägt man auch Flipflops am Strand, jedenfalls im Sommer dann, damit einem die Füße da nicht abbrennen. Ja, ich glaube, ich mache mal so einen neuen Goldhelm und einen neuen Harnisch könnte ich auch mal gebrauchen. Also so ein Diamantharnisch. Okay, ich glaube, den mache ich mir auch mal eben. So, den können wir auch ganz gut gebrauchen. Hier müsst ihr ja noch so ein paar Diamanten haben. Genau, Diamanten haben wir. Und dann fertige ich mir daraus eben mal so ein Harnisch an. So, damit wir auch hier optimal geschützt sind. Ja, und der alte, der kommt dann erstmal so hier rein. Und die Diamanten, die baller ich dann wieder mal in die Kiste. Ja, und dann glaube ich, würde ich es nochmal probieren. Kann ja sein, dass wir mal Glück haben, ausnahmsweise. So, dann würde ich sagen, erstmal hier ins Portal und dann gucken wir einfach nochmal. Weil das ärgert mich ja so ein bisschen, dass wir da einfach keinen Schädel bekommen haben. Und ich hätte schon ganz gerne einen Schädel, das wäre doch mal ganz schön. So, wir wissen ja, wo wir hier lang müssen. Genau da hinten war die Lava und da müssen wir dann einfach links abbiegen. Und dann kommen wir auch in den Hauptteil der Festung. Okay, was macht das Skelett hier? Weil die dürfen ja eigentlich nicht spawnen hier. Also ich meine die normalen Skelette. Also das finde ich schon ein bisschen komisch. Weil meines Wissens nach spawnen doch in diesen normalen Festungen nur Wither-Skelette. Das ist ja schon so ein bisschen kurios. So, ich guck mal, ob wir hier zufällig ein paar haben. Ja, ich kann auch mal hier so heldenhaft runterspringen. Okay, aber hier sehe ich jetzt auch nichts. Das ist mir hier ein bisschen zu friedlich. Das ist schon sehr komisch hier. So, ich kann mal hier noch da oben gucken. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass wir da Skelette haben. So, mal eben hier gucken. Ja, guten Tag, Jan. Aber da haben wir auch nichts. Da haben wir nur hier diesen Lohnspawner. Ja, und der interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht. So, ich laufe nochmal zurück. Vielleicht haben dann auch ein paar Skelette gespawnt. Gut, da haben wir einen Magma-Cube. Ja, ich bin ja nicht der größte Fan von diesen Magma-Cubes, weil wegen einem von denen bin ich schon mal gestorben im Nether. Also da hatte ich jetzt nicht so gute Erfahrungen mit. So, man kann ja hier noch so ein bisschen rumlaufen. Und was ist denn das da unten? Okay, also den Teil der Festung kannte ich noch nicht. Komisch, einfach hier so ein abgeschnittener Teil. Das ist ja mysteriös und da hinten geht es auch noch weiter. Aber ich glaube, da hinten waren wir schon. Aber ich kann mich nochmal hier so ein bisschen rüberbauen. Ist aber hier so ein bisschen riskant an der Lava. Ich möchte jetzt auch nicht sterben unbedingt. Ja, aber das kennen wir ja schon. So, sind hier zufällig ein paar Skelette gespawnt. Da sehe ich jetzt keine. Da hinten war irgendwas, aber das ist verschwunden. Okay, den erledige ich mal hier aus Prinzip einfach. Okay, hier haben wir jetzt nichts. Ja, also das ist schon ein bisschen faxed hier mit den Spawn Rates. Also die könnten die richtig mal so ein bisschen hochschrauben. So, ich gehe mal wieder hier nach oben. So, auch erstmal noch eine Kartoffel essen. Ja, ich kann dann mal hier oben auf den Aufsichtsturm gehen und dann gucken wir einfach nochmal. Ach Mist.
Gut, hier oben ist auch alles sicher soweit.